Jo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Collectible Guide zu Banishers Ghosts of New Eden. Wir schauen uns heute alle Fundorte der Collectibles in der Region die Eggen an und da gibt es wirklich eine ganze Menge einzusammeln, deshalb bleib auf jeden Fall hier auch mit einem Abo am Start und gib dem Video gerne ein Like, wenn dir das Ganze gefallen hat und du auch nichts mehr zu weiteren Games verpassen möchtest. Und vorab noch die Info, falls du die Trophy 2 der Tod hier in der Region bekommen willst, dann darfst du innerhalb der Spukermittlung ein Sturmbraut sich zusammen die Lucy Barrow nicht aufsteigen lassen, also du darfst sie nur verbannen und später in einem der Leerrisse wirst du quasi ihren Geist nochmal antreffen und wenn du den dann nochmal vernichtet hast, dann bekommst du auch die Trophy 2 der Tod. Falls du das Ganze aber irgendwie anders angehen möchtest, dann gib dir natürlich vorher noch die Möglichkeit nochmal zurückzukehren, also hinterleg dir einfach nochmal ein manuelles Save Game, dann sollte da auf jeden Fall nichts schief gehen, je nachdem wie du dich dann entscheidest innerhalb ja, dieser Spukermittlung, ein Sturm braut sich zusammen. Außerdem gibt es auch noch die Trophy Liebling des Lehrers und da ist es so, dass du dir auch nochmal ein manuelles Save Game natürlich hinterlegen kannst, wenn du dann ja You sozusagen entweder beschuldigen musst oder verbannen musst, beziehungsweise ja den Geist nachher verbannen musst, die Lehrerin. Und ja, da solltest du natürlich dann auch You nicht verbannen, denn erst dann bekommst du, beziehungsweise nicht opfern, denn dann bekommst du erst die Möglichkeit, 15 Bibeln auch einzusammeln. Ja, diese 15 Bibeln stehen direkt im Zusammenhang mit der Trophy Liebling des Lehrers, deshalb hier einfach nochmal die Info und der Hinweis. Und ansonsten wirst du, wenn du jetzt dem kompletten Guide soweit gefolgt bist, beziehungsweise auch den anderen Folgen, ja, gefolgt bist und dort alles eingesammelt hast in den Regionen, dann wirst du auch die eine oder andere Trophy schon bekommen. Für alle Sammelobjekte allerdings noch nicht, denn uns steht ja auch noch die Region New Eden Town aus. Da gibt es insgesamt nur 4 Sammelobjekte, aber die kann man erst bekommen, wenn man auch wirklich ja den Point of No Return hinter sich gebracht hat. Auch das nochmal zur Info, du wirst es aber wahrscheinlich in den anderen Guides von mir schon gehört haben. Falls du hier vielleicht das ein oder andere an Sammelobjekten noch nicht erreichen solltest, dann spiel erstmal die Story bis zu dem Punkt, bis der Hinweis kommt, dass es ab hier dann kein Zurück mehr gibt. Also gibt es dann so eine kleine Infomarke. Und da hinterlegst du dir ein manuelles Save Game, schließt dann alle Spukermittlungen ab, die quasi diese Sidequests sind, also diese, ja, diese blauen Spukermittlungen mit dem blauen Marker. Und dann bekommst du nämlich auch Zugang zu allen Teilregionen von den einzelnen Gebieten und dadurch kannst du natürlich dann auch wirklich jedes Sammelobjekt bekommen. Okay, ich habe jetzt wirklich eine ganze Menge erklärt. Ich hoffe, es ist jetzt das ein oder andere klar soweit. Wir werden jetzt ungefähr hier eine Stunde mit dem Sammeln noch verbrauchen, beziehungsweise verbringen. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß und natürlich auch halt durch. Es lohnt sich. Du wirst am Ende mit ein paar Trophäen belohnt und du hast natürlich dann auch die Platin in erreichbarer Weite. Ja, ich wünsche dir viel Spaß und hoffe einfach, du bist bei einem weiteren Guide hier am Kanal wieder mit am Start. In diesem Sinne, bis dahin, hau rein und mach's gut. In der Nähe befindet sich ein wütender Schemen. Wir sollten ihn besser beschwören. Lasst euch sehen!
Ich bin so weit, wenn du es bist. Siehst du die Leiche da? Ich könnte ein Ritual durchführen. Fügt euch und zeigt euch! Yeah.
Hebe dich hinfort, unreiner Geist. Mit den richtigen Worten der Macht könntest du die Schemen in der Nähe dazu zwingen, sich zu zeigen. Kurietos Karl. Ich stehe bereit. Der Schatz muss in der Nähe sein. Thank you.
Was lauert auf uns? Du weißt, dass ich auch noch da bin. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Beim bloßen Anblick läuft es mir kalt den Buckel runter. Liegt ein Fluch darauf? Ich befehle euch, geht jetzt. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Der Ort hier sieht mir wie der auf der Karte aus. Hier muss der Schatz verborgen sein. Ein Schemenhort. Ich sollte ihnen besser befehlen, sich zu zeigen. Kurriitos Karl. Yeah.
Viel besser. Spaß haben? Bereit für den Einsatz. Geht fort, ich befehle es euch. Dieser Schemenhort wartet förmlich nur darauf, dass ich etwas unternehme. Enthüllt euch! Thank you.
Ich kann dir helfen. Ein Schemenhort. Ich sollte Ihnen besser befehlen, sich zu zeigen. Gabamach Arsenales. Bereit für den Einsatz. Dass ich auch noch da bin. Besser du übernimmst die Führung. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Kiss. Da
Das ist eine Aufgabe für einen Meisterschützen. Hallo, ich bin ein Meisterschütze. Hab's. Ich liebe eine gute Schatzsuche. Ich erledige das Herz, du die Wurzeln.
Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt.
Geisterschutzvorrichtungen. Denkst du, du kommst allein zurecht? Ich kann mich jetzt wieder manifestieren. Ach Mann, da fick dich doch ins Knie, ey. Sei vorsichtig. Eine finstere Macht steckt in diesem Ding. Ihr werdet nicht erlöst, sondern verbannt ins Exil. Diese Leichenteile schreien förmlich, beschwört mich. Meine Stimme befiehlt euch, legt den Schleier ab! Ich stehe bereit.
Mit den richtigen Worten der Macht könntest du die Schemen in der Nähe dazu zwingen, sich zu zeigen. Nun tretet aus dem Schatten hervor. Ich kann dir helfen. Ein verstohlener Schemen ist hier. Ein Beschwörungsritual wäre angebracht. Zeigt mir eure wahre Gestalt! Du bist im Visier! Ich bin wieder bei dir. Du bist wirklich Akbar.
War ich das nicht schon immer? Siehst du die Leiche da? Ich könnte ein Ritual durchführen. Meine Stimme befiehlt euch, legt den Schleier ab! Red, ich kann mich nicht mehr manifestieren. Los, lass mich dir den Weg zeigen. Ich bin bereit. Das ist definitiv ein Leerriss. Sollen wir reingehen?
Baumstamm zu fallen, nachdem man von einem irrwischen Ackerschuss erschreckt wurde. Das lässt du mich nie vergessen, was? Geister. Ist hier eine ganze Farm versteckt. Sieht aber verlassen aus. Geisterschutzvorrichtungen umgeben sie. Viel besser. Eine Lore. Scheint zu funktionieren. Weiter geht's. Ja, irgendwas ist hier. Die Truhe öffnen und rausfinden, ob es sich gelohnt hat. Ich dachte, Gartenarbeit sei entspannend. Geisterschutzvorrichtungen. Denkst du, du kommst allein zurecht? Geisterschutzvorrichtung. Oh Mist. Efeu. Was hast du erwartet? Sobald du die Wurzeln freigelegt hast, zerstöre ich sie. Geisterschutzvorrichtungen. Ich kann mich hier nicht manifestieren. Kein Geisterschutz mehr. Danke. Was die Mühe wert. Wo ist dein Sinn für Abenteuer? Das hat Spaß gemacht. Oh, also macht ihr Gartenarbeit. Jetzt hab ich nur noch auf diese Katze verdammt. Ich mich natürlich.
Ja, wobei, Moment. Also, bei dem Videoclip der Dame, ja, habe ich es bemerkt. Bei dem TikTok-Account auf dem ersten Blick nicht. Und ich bin auch eine Dame im Fernsehen, von der ich das eigentlich wusste, wer er weiß ich jetzt. Und ich würde irgendwas Bösartiges ist damit verbunden. Geht fort, ich befehle es euch. Ich beschwöre euch jetzt!
Ansonsten hebe ich ab wie bei Daedalus und Icarus. Aber vielen Dank für die Blumen. Unserer Karte nach kann der Schatz nicht weit weg sein. Schemen. Er sucht sich eine Hülle. Könnte das der Ort sein, der auf der Karte ist? Geisterschutzvorrichtung. Du bist auf dich allein gestellt. Der Schatz ist hier irgendwo. Erst mit einem Highland Kiss. Mehr. Nee. Da auch, keine Ahnung, ja. Alles gut. Ja. Dann musst du.
nicht deshalb. Das ist... Nein, so generell alles bei uns. So. Ich habe immer das Gefühl, wir sind so die Deppen vom Dienst, weißt du? Ja, bist doch okay, ich sag doch keiner was. Hab ich was von dir verlangt? Ja, ich sag dir halt nur. Von dem, was bei dir privat passiert oder so, überhaupt nichts mehr preisgeben. Null. Verstehst du? Weil das Arschlöcher sind. Weil das. Unserer Karte nach kann der Schatz nicht weit weg sein. Ich komme da einfach nur deshalb da drauf, weil, guck mal, wenn der schon nicht verträgt, dass du in dem Moment sowas erzählst bei jemandem. Ja, hier und muss deshalb, der Schatz verborgen sein. Und deshalb er sein eigenes dünnsches Gelaber dazu bringen muss, was kein Schwanz in dem Moment interessiert hat. Das hat auch keiner gefragt. Dann, Seid gegrüßt, werter Herr. Sollen wir handeln? Ich würde es nicht wagen, abzulehnen. Etwas versteckt sich. Das eine Schatzkarte sein? Sieht zumindest so aus. Geisterschutzvorrichtung. Denkst du, du kommst allein zurück? Hier muss der Schatz verborgen sein. Ja.